du schon mal was. Muss ich dann den oberen nehmen? Jo, der obere war richtig. Der obere war auch richtig hier. Wow, läuft ja ganz gut jetzt gerade. Ja, ich bin beim Ziel schon. Tatsächlich. Und bam! Bowser versenkt. Okay, Welt 3 ging doch ganz schnell eigentlich. In 15 Minuten ungefähr, ja. Oh, jetzt sind es schon 3 Toads in einem Sack, aber ja. Prince is another castle. We're sorry. We're so sorry. Gut, also Welt 4-1. Oh, jetzt kommt Akito dazu. Oh, jetzt die. Oh, du Scheiße. Issa! Akito, verschwinde, du gefällst mir gerade nicht. Ist da irgendwo ein Pilz drin? Ach, auch egal. Das ist rot. War das jetzt der maximale Sprung oder? Weil sonst kommt man da gar nicht rüber. Ich hoffe nicht, dass es maximal möglich war. Sonst habe ich ein arges Problem. Da ist auch irgendwo ein Pilz drin, ne? Ja. Lass mal gucken, wie hoch ich damit springen kann. Ja, das ist nicht hoch. Aber es reicht doch, okay. Da habe ich mich nur vertan. Oh Gott, wie komme ich hier rüber? So. Akito, du gehst mir ziemlich auf den Senkel gerade. Oh, Giftpilz. Uah, scheiße. Nicht ganz geklappt, wie es sollte. Okay, was haben wir hier wieder für Boxen? Pilz! Ob es hier auch mehr als Pilze gibt? Also Blumen oder so? Feuerblumen? Lucky du. Oh, nicht auf mich schmeißen. Du Drecksack. Der steht da ziemlich ungünstig. Oh, gekillt. Das ist auch gut. Goomba! Boah, und wieder Ziel. Boah, das Level ging schnell. Okay, haben wir 4-1 auch geschafft. Yay. 4-2. Oh, ganz viele Gegner. Und natürlich wieder Hammerbrüder. Und Bullet Bills. Ah, es gibt Feuerblumen, okay. Okay. Das hat sich schnell wieder erledigt. Ich habe einen Double-Hit gekriegt. Verdammt. Aber gut zu wissen, dass es Feuerblumen im Spiel gibt. Aber ob man das so hilft, weiß ich auch nicht. Ach, ist mir egal, ich will jetzt unten lang. Das ist ungefährlicher. What's up? Bam! Oh, Anlauf und hoch. Ich hätte jetzt das Spiel geschlagen, wenn da jetzt eine Blume rausgekommen wäre. Oh, nee, Hammerbruder. Beziehungsweise ein Hammerbruder. Ja, spring hoch, wenn ich springen will. Du bist mir ein Sausack, ey. Okay. Auf und vorne. 4-2. Ich habe in 4-1 gar kein Continuo gebraucht, kann das sein? Cool. Das fällt mir so auf. Ich glaube nicht, ne? Okay, aber diesmal hoch, okay. Ah, toll, genau in den Cooper rein. Selbstverständlich. Einfach durchwaschen. Soweit es geht. Na. Wow, das war knapp. Ja, was damit ist, weiß ich nicht. Wow, der hat mich doch getroffen eigentlich. Na, ich will mich nicht beschweren. Ach du Scheiße, was mache ich denn hier jetzt? Vielleicht kann ich einfach rüberlaufen. Wenn die Pflanzen weg sind. Ja, geht. Boah, den habe ich doch auch fast getroffen eigentlich. Oh Gott. Leute, ich habe gerade so viel Glück. Okay, wir 4-2 auch geschafft. Ach, jetzt läuft es langsam gut. Da waren 2-1 und 2-2 wirklich das Schwerste bis jetzt. Aber mit Abstand. Okay, 4-3. Hm, das sind nicht viele Gegnertypen. Boah, war das ein Weitersprung. Nein. Das Sprungbrett funktioniert auch nur, wenn es will, ne? Wie viele Welten gibt es ja eigentlich? Das weiß ich gar nicht. Nein, das ging ja runter.
Dann hätte ich mir denken müssen. Ich habe keine Ahnung, wie viele Welten es hier gibt. Muss ich mal nachgucken. Na, dann gucke ich nie nach. Lass mich einfach überraschen. So, okay, jetzt bin ich hier drauf. Jetzt das... Na, mein Fehler, Entschuldigung. Ich hätte weitergehen können. Ich dachte, es hat so gereicht. Nur mit Geschwindigkeitsüberschüssen ist das hier immer so eine Sache in dem Spiel. So, okay, ach, fast so schon. So, okay. Und was? Jetzt noch nicht gesprungen. Das war jetzt nicht meine Schuld. Das passiert selten, aber es war jetzt nicht meine Schuld. Echt nicht. So. So kam die Münze gekriegt. Toll, aber die anderen noch nicht. So, okay. Jetzt war das so ein weiter Sprung. Auf den Paracooper. Er war zu niedrig. Aber den sieht man ja auch von da nicht, ne? Oder kann man hier nach rechts und links scrollen? Mal gucken. Mit R, L? Hm, anscheinend nicht. Und hüpf. Oh, no, das war jetzt zu hoch, verdammt. Das war zu hoch. So. Und hüpf. Und jetzt... Ja, so hoch muss das Ding gar nicht sein, weil es geht ganz gut so. Ja, jetzt muss ich raten, wo der Cooper ist. Oh, so war er gut, ja. Perfekt. Ja. Oh, verdammt, den Pilz kriege ich nicht. So. Und da hoch. Ich frage mich ja, wo der Zwischenspeicher ist. Na, das war so klar, dass der runtergeht. Ich werde halt den Bullbill nehmen müssen. Ja, genau, hier ist der Zwischenspeicher. Wo ich gerade gefehlt bin. Na, das war jetzt wieder mein Fehler. So, das hätten wir jetzt auch. Was? Ach komm, bei den anderen hat es geklappt. Warum klappt das jetzt bei dem nicht? Sopp, sopp, sopp. So, und so, okay. Jetzt sag mal nicht, ich muss oben lang. Das wäre jetzt übelster Beschiss. Na, okay. Ich hätte ein bisschen später springen müssen. Aber es hätte geklappt. Also noch einmal. Because it's fun. Na, noch. Und hopp. Ja, okay. Ups. Und zack, auf das Ding hier. Diesmal will ich den Pilz haben. Na, ich krieg ihn aber trotzdem nicht. Warum soll ich auch den Pilz kriegen? Mir sind nicht mal Feuerblumen gegönnt, weil die direkt wieder verschwinden. Wenn ich sie einmal habe. Na, schade, nicht hoch. Ich bin kleiner als der, oder? Na, ich will sie mir nicht riskieren. Und... Oh, geschafft. Och, nee, komm. Das ist jetzt Verarsch, oder? Ey, das ist doch mies jetzt. So einzelne kleine Blöckchen da springen. Das ist mies. Na, schade. Auf zu unten, bitte. Bitte ins Kellergeschoss. Genau deswegen. Der Bullbill spawnt auch jedes Mal anders, glaube ich, oder? Ich weiß nicht. Ja, jetzt war er höher als vorher. Oh, der spawnt aber auch mies. Ja, hä, warum, wie habe ich das vorher geschafft? Gibt's ja nicht. Okay, noch einmal. Also so schwer ist die Welt ja eigentlich nicht. Also, ich weiß nicht. Ich habe das Ziel schon gesehen. Ja, das muss auch nichts heißen. Dass ich es gesehen habe. Das heißt nicht, dass ich nochmal dahin komme. Ja, diesmal lasse ich den Pilz ganz in Ruhe. Ja, jetzt bist du so tief, ey. Mann. Jetzt habe ich damit gerechnet, dass er oben ist und jetzt kommt er unten. Da spielt doch irgendein miesen Algorithmus, um rauszufinden, wo der ihn spawnen muss. Ich sag's euch. Er
spawnt immer genau da, wo ich ihm unten reinspringe. Jetzt wollte ich ihm ausweichen und, gut. Ah, jetzt ist er unten, okay. Das war jetzt ein bisschen Fail vom Spiel, aber gut für mich. So. Und Jump! So, okay, jetzt muss ich das schaffen. Die miese Stelle hier. Oh, nein, ich war auch drauf. Nur von vorne. Puh. Gut. Macht diesen Spaß. Oh, sogar beide Münzen erwischt. Sieht man auch selten. Ach, es lief am Anfang noch so schön. Welt 3 hat hier recht schnell durch. Na, guck mal, Welt 4 habe ich auch gleich. Also, komm. Zieh, Mario. Ich habe noch 4 Minuten. Bis 30 Minuten gespielt. Boah, sogar direkt geschafft. Koopa, verschwinde mal bitte. Ich muss jetzt einen weiten Sprung machen. Und zack. Okay, jetzt kommt wieder die Scheißstelle. Wenn ich nicht vorher in diesen... Macht das Spaß. Vor allem, wenn ich wieder in diese scheiß Bullet Bills fliege. Mann! Anlauf und zack. Okay, hierhin komme ich jetzt schon ganz problemlos, wenn eine Stelle im Bullet Bill mich nicht stört. Na, diesmal okay. So, nein. Es ist aber auch so ein extrem schmaler Grat zwischen zu langsam und zu schnell. Also, ich weiß nicht. Na. Also im Ernsthaft, ich wette, 95% der Fails hier sind auf die Steuerung zurückzuführen. In Super Mario World wird mir sowas überhaupt nicht passieren. Solche sinnlosen Fails hier. Das Spiel ist nur zum Failen gemacht, damit Nintendo sich an den Spielern erfreut, die sich hierüber total aufregen. Voll die masochistischen Schweine, ey. Oder sadistischen, eher, keine Ahnung. Ja, ich glaube, sadistisch ist besser. Masochismus war was anderes. Also, wir stellen fest, Nintendo ist ein Feind von Sadisten. Das können wir uns alle schön in unser Logbuch aufschreiben. Wenn wir keins haben, merken wir uns das halt. Nintendo gleich Verein von Sadisten. Okay, ich höre auf damit, sonst verklagen die mich noch. Ach, jetzt geht das wieder los. Ach komm, ich will das Level jetzt schaffen. Ich hab keinen Bock mehr auf dieses Level. Und schlüpf. Boah, ich dachte, springen sie in den Bild rein. So, okay. Nein! So funny, I cannot imagine anything. That's entertaining me much more than this. Boah. Ey, wie soll man hier denn gut springen können? Das ist viel zu wenig Anlauf. Anfangspart klappt ja jetzt schon ganz gut. Es ist nur diese eine Stelle mit den Blöcken ganz hinten. Genau diese Stelle hier ist es. Die macht Probleme. Und eventuell macht man Koopa Probleme.